Und haben uns hier wieder mal beim Klassentreffen im Hotel Dörfler getroffen. Momentan sind Bilder gemacht worden von dem Seelsener Beobachter und wir sind am Beginn des Treffens und es fehlen nur noch zwei angemeldete Klassenkameraden und wir werden dann Kaffee trinken. Wie gesagt, ein Teil der Klassenkameraden ist hier im Nebengebäude untergebracht und die andere Gruppe nebenan in dem Hauptgebäude. Das Wetter ist, wie man feststellen kann, recht angenehm und so haben wir wieder mal Glück gehabt und könnten auch im Freien so einige Stunden diskutieren und alte Erinnerungen austauschen. Das ist links die Frau von Wolfgang Paschelik, also Margit Hoffmann. Und dahinter steht die Frau von Thor Feierherd. Und im Rücken ist die Lebensgefährtin von Dieter Felig, die Ursula. Meistens sind ja die Leute alle schon bekannt. Die Ingrid Schneider ist die dritte von links und sie unterhält sich gerade mit Ingrid Bock. Ingrid Schneider kommt direkt aus Kanada und freut sich natürlich wieder einmal in Deutschland mit den alten Klassenkameradinnen und Klassenkameraden zusammen zu sein. Schade nur, dass einige nicht konnten und verhindert waren. Man hätte sich sehr gefreut, auch die Fehlenden nochmal begrüßen zu können und alte Erinnerungen austauschen zu können. So, und das jetzt hier Elisabeth Graf, früher uns allen bekannt als die Elisabeth Sindermann. Sie wohnt jetzt in Hildesheim. Jetzt kommt natürlich die große Vorstellungsrunde. Wenn man sich lange nicht gesehen hat, dann fällt es nicht leicht, manche wiederzuerkennen. Manche haben sie gar nicht verändert. Und hier sehen wir diese Begrüßung von der Elisabeth Sindermann. Hier haben wir noch mal die Irma, die Frau von Herbert Langheim. So einmal um die ganze Runde marschiert. Hier Waldraut Saliger. Jetzt Steinkühler. Im Rücken zu uns der Mann von Ingrid Bock. Dazwischen sehen wir noch Ernst Otto Meyer rechts. Und links Heinrich Sandkühler, den Mann von der Waltraud Saliger. Kurt Feierherd in der Mitte mit dem blauen Pullover. Daneben steht Martin Kadler. Dann kommt meine Frau und Herbert Kleimann und
Herbert Langheim, dann Elisabeth Lindermann, Graf heißt sie jetzt, dann Waltraud Daliger, Irma Langheim und Uli Ochsenfahrt. Hier sind noch einige Lehrmittel aus der Zeit 1955 aufgereiht. Das ist einmal das Fundamental Englisch, dann dieses schöne Buch zum Sehen geboren, zum Schauen bestellt mit den Gedichtsbänden, dann die Logarithmentafel, die wir damals benutzt haben und hier Abschlussarbeiten für die Abschlussarbeiten an der Mittelschule und hier erdkundliche Arbeiten, die wir damals durchgeführt haben. Hier ist das Thema zum Beispiel Australien, das Land der Zukunft. Der Jubiläumsband 125 Jahre Ingenieurschule darf natürlich bei einem Klassentreffen nicht fehlen. Dieses Buch ist eigentlich für alle ehemaligen Mittelschüler eine Schatzkiste und unbedingt zu empfehlen. Ich habe dieses Buch über die Buchhandlung Lippold bezogen. Hier ein Blick in die Diskussionen, die momentan stattfinden. Ein Teil der Klassenkameraden ist hier noch im Zimmer und der andere Teil, der vertritt sich momentan die Beine im Freien und schnuppert frische Luft. In der Zwischenzeit ist auch Ross Sudow eingetroffen, Dieter Muschalla und wir sehen von hinten Ross Sudow. Rechts daneben Kurt Feierherd, dann Dieter Paschelik und seine Frau Margret, geborene Hoffmann. Dann zwischen dem Paschelik Wolfgang sitzt auch die Ingrid Birrell und rechts davon Irma, die Frau von Herbert Langheim. Und links von der links von Ingrid Brill sitzt die Gisela Grossmann, jetzt Müller. So, und da haben wir nochmal die Astrid Jahn, Elisabeth Zimmerling, jetzt Benson und eine Kollegin aus der 10B. Das ist die Gruppe, die ins Freie hinaus gewandert ist, um einmal wieder die schöne frische Luft in Seesen zu atmen. Wir haben jetzt hier links Dieter Felix, dann Uli Ochsenfahrt, dahinter Herbert Langheim und rechts Ernst Otto Meyer. Und mit dem Rücken zu uns steht der Dieter Muschalla. Jetzt haben wir die beiden Mädels, einmal die Elisabeth Sindermann, jetzt Graf und die Waltraud Saliger, jetzt haben wir im Rücken die Ingrid Bock und ihr Mann, links davon ist meine Frau. Dann der Martin Kartler, Kalle Kleimann ist der Mann, der Junge mit der Mütze und da ist Ingrid Bock, hinten Gisela, Elisabeth Sindermann, Graf und rechts der Mann von Ingrid Bock. Nochmal eine Aufnahme von der anderen Seite, damit wir auch die von vorne sehen, von denen wir sonst nur den Rücken sahen. Ja, Kalle Klamann ist auf der rechten Seite. Und hier haben wir noch Dieter Felig. Links davon Dieter Muschalla und Herbert Langheim und Ernst Otto Meyer, der auf der linken Seite steht. Ja, jetzt erleben wir noch einen herrlichen Sonnenuntergang beim Klassentreffen am 30. April. Die Sonne verschwindet im Westen und hier haben wir auf der linken Seite, man sieht diese Rauchfahne,
einen Brand. Die Feuerwehr hat man gehört, die wohl scheinbar schon da ist und zu löschen versucht. Sehen wir uns nochmal diesen herrlichen Sonnenuntergang an, den wir hier erleben. Und ich möchte mal sehen, ob man da auch etwas noch mehr heranzoomen kann. Die Sonne geht unter über Seesen am 30. April 2013, die Walpurgisnacht im Harz beginnt. Hier kann man tatsächlich sehen, die Bewegung im Weltall, sodass man die Systeme, das Kreisen der Planeten mit eigenen Augen beobachten und bewundern kann. Es dauert weniger als 5 Minuten, bis der Sonnenball am Horizont verschwindet. Ich warte mal die Zeit ab, ist original übertragen. Die Vögel zwitschern noch, freuen sich vielleicht auf den nächsten Tag oder auf die Bettruhe. Und jetzt ist nur noch einen kleinen Teil der Sonnenkugel oder des Sonnenkreises zu sehen, der immer kleiner wird und sich bald hinter den Wäldern verstecken wird. Ja, jetzt sieht man es, das ist also original, ich habe nicht abgeschaltet, sondern diesen herrlichen Sonnenuntergang versucht, auf dem Film festzuhalten. Ja, der Himmel ist noch leicht rot, die Wolken sind rot, rötlich gefärbt und die Sichel der Sonne ist nun ganz verschwunden. Nieder hier, nieder aus uralten Zeiten. Das ist der Dieter mit seiner Gitarre. Er macht sich jetzt bereit, uns wieder mit schönen Melodien zu begleiten. Da hinten ist der Ernst Otto, der Dieter Felich, die Frau vom Dieter. Zugange kommen, das dauert. Zugange ist ein Und da ist der Kurt Feierherr. Du warst nicht gemein. Ach so, jetzt brauchst du wieder die Karte. Nee, ist schon passiert. Ja. Ja. Dein Mann ist noch nicht da, der kommt jetzt. Also die Gitarre war zum letzten Mal im Einsatz im vergangenen Jahr. Ja, ich musste erstmal stehen sehen. So, dies ist ein kleines Liederbüchlein. Wenn wir nicht mehr weiter wissen, können wir nochmal reingucken. Müssen wir aber schnell gucken, nicht? Ja, müssen wir aber dann schnell gucken. Jeder muss schnell gucken. Der Kurt und seine Frau. Das ist eine Kollegin aus der 10B. Ja, dann muss das Buch runtergehen. Dann muss das Buch ganz schnell runter. Für alle, die nicht wissen, was ich jetzt in die Hände nehme. Das ist der Wolfgang Praschulik. Er guckt. Nun, lächle mal, er will nicht lächeln. Nein, tut er doch. Alles klar. Die natürlich nur dann funktioniert, so, und hier haben wir noch Ingrid und den Horst Ludow. Und da kommt noch die Waldraut. Ja. Mai und Nachen, die Bäume wieder grün. Und lass uns an dem Bachen die kleinen Veilchen blühen. Vom Heberblick hat man auch einen herrlichen Ausblick. Unten am Fuße des Berges liegt Herrhausen, im Hintergrund dann Münchehof. Wir sehen also hier in Richtung Süden.
Wenn wir den Blick in Richtung Westen schwenken, kann man die Autobahn im Hintergrund sehen. Und hier geht es also in Richtung Heber. Hier von der Spitze des Berges hat man einen herrlichen Blick hinüber auf das Lokal, wo wir unser Klassentreffen abgehalten haben. Hier ist also das Hotel Görtler von der Traudel Görtler, wo wir jetzt schon 5 Jahre unsere Klassentreffen durchgeführt haben. Und hier oben von der Spitze des Berges hat man einen wunderbaren Blick, einen total herrlichen Blick auf die Stadt Seesen. Hier vor uns eine neue Baustelle und im Hintergrund sehen wir in Richtung Westen das Panorama der Stadt Seesen am Harz. Wir haben den 1. Mai 2013 und die Sonne scheint. Es ist also wirklich ein herrliches Maiwetter, wie man sich das schöner und besser nicht wünschen kann.